Mitten durch Europa verläuft der 50. Grad nördlicher Breite. Entlang dieses Breitengrads haben sich 5 Expeditionen auf die Reise gemacht. Über Kontinente und durch Ozeane. Fünf Filmteams erleben Natur und Landschaften, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Einmal rund um die Erde auf dem breiten Grat der Extreme. 30.000 Kilometer. Immer der Sonne entgegen. Von Deutschland bis ans geografische Ende Europas. Die Reise beginnt gut 4.000 Kilometer weiter im Osten. Exakt auf dem 50. Breitengrad liegt Altebay in Kasachstan. Unsere Expedition soll uns zunächst quer durch Zentralasien führen. 6.000 Kilometer weit bis zur Wüste Gobi in der Mongolei. Schon jetzt erinnert uns nichts mehr an saftige Wiesen und grüne Wälder Mitteleuropas. Der 50. Breitengrad, der auf dem Globus zur sogenannten gemäßigten Zone gerechnet wird, ist hier alles andere als gemäßigt. Wir fühlen uns an die großen Wüsten und Savannen Afrikas erinnert. Was für die Serengeti in Afrika das Gnu, ist für die Steppen Zentralasiens die Saiga-Antilope. Aber während in der Serengeti jährlich Dutzende von Filmen entstehen und jede Veränderung dokumentiert wird, sind diese Bilder 20 Jahre alt. 1990, als Kasachstan sich gerade vom Sowjetreich gelöst hatte, zogen gut 1 Million Saiga-Antilopen auf ihren Wanderrouten durch die zentralasiatische Steppe. Charakteristisch für Saigas ist ihr zimtfarbenes Fell und ein langgezogenes Elchmaul mit einem kurzen, beweglichen Rüssel. Der urige Nasenkatalysator ist eine Anpassung an ihren Lebensraum und dient im heißen Sommer gleichzeitig als Staubfilter und zur Blutkühlung. Im Winter wird die eiskalte Luft beim Atmen in der riesigen Nase vorgewärmt, bevor sie die Lungen erreicht. Nur im Frühjahr, wenn die Kälber geboren werden, geht es langsamer voran. Aber gibt es diese fast unvorstellbaren Tierwanderungen auch heute noch? Das Expeditionsteam ist gespannt, was es 20 Jahre nach den alten Aufnahmen in der Weite der kasachischen Steppe erwartet. Einen Doppeldecker aus Sowjetbeständen haben wir uns geschartert und Eva Klebelsberg wird uns führen. Die deutsche Biologin arbeitet für den kasachischen Naturschutz und ist eine der wenigen, die sich in der unendlichen Steppe zurechtfindet. So eine Expedition schweißt zusammen und noch ist die Stimmung gut im Team. Eine Sprechprobe. Ohrenbetäubender Lärm dröhnt durch die Kabine. Unser Flugzeug ist hoffnungslos überladen. Von Sicherheitsvorschriften keine Spur. Eva, wo müssen wir genau hin? Davon liegen die Sommerweiten der Saigas und jetzt schauen wir mal, ob wir sie da noch finden. Auf unserer Expedition nach Zentralasien sind die Steppen Nordkasachstans unser erstes Ziel. Wir brauchen jetzt noch 600 Kilometer. Da haben wir uns für eine alte Antonov entschieden, Baujahr 1946. Also der Service ist nicht ganz so besonders, wie man ihn eigentlich braucht, aber es ist alles einigermaßen verstaubt. Wir fühlen uns sicher. Wir haben 2 gute Piloten und unser kleinster Fluggast hier, der schläft ganz gemütlich, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Kyrill, Evas Baby, ganz entspannt. Unsere Kamerafrau dagegen schwächelt ein wenig. Birgit ist einfach nur speiübel und eigentlich gar nicht zum Lachen.
Denn im Flugzeug stinkt es penetrant nach Flugbenzin. Damit uns die Maschine nicht um die Ohren fliegt, herrscht absolutes Rauchverbot. Die stoische Gelassenheit unserer kasachischen Piloten überträgt sich bald auch auf uns. Alternativen gibt es sowieso nicht. Grasland, soweit das Auge reicht. Altin Dala, goldene Steppe, nennen die Einheimischen diese Landschaft. Es ist ein riesiger Lebensraum, der im Westen in der ungarischen Pusta beginnt und mit Unterbrechungen bis an die chinesische Grenze im Osten reicht. Ziesel sind die häufigsten Säugetiere in der zentralasiatischen Steppe. In den kalten Wintermonaten von Oktober bis in den März schlafen die Nager in ihren unterirdischen Bauten. Jetzt, im Frühjahr, genießen sie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Graue Bachstelzen und quittengelbe Schafstelzen sind weitere Frühlingsboten. Ihre Überwinterungsgebiete liegen im südlichen Indien. Die meisten von ihnen kommen jetzt aus Afrika zurück. Tagsüber legen viele der kleinen Langstreckenzieher eine Rast ein, um ihre Fettreserven aufzutanken. Nachts ziehen sie dann im Schutze der Dunkelheit weiter. Ihre Brutgebiete liegen hoch im Norden. Sie haben noch einen langen Weg bis in die sibirische Taiga und Tundra vor sich. Der lange Winterschlaf hat die Ziesel ausgezehrt. Frische Wurzeln, Knollen und Knospen sind jetzt begehrte Leckerbissen. Mit knapp 3 Millionen Quadratkilometern ist Kasachstan das 9. größte Land der Erde und damit so groß wie ganz Westeuropa. 30% dieses riesigen Areals sind unendliche Steppen. Man fliegt, um voranzukommen, denn ausgebaute Wege oder gar Teerstraßen sind so gut wie nicht vorhanden. 6 Menschen leben in Kasachstan durchschnittlich pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Frankreich sind es 115 und in Deutschland 230. Wer sich hierher begibt, muss die Einsamkeit mögen. Inmitten der Steppe werden wir von Rangern empfangen. Ihre Station Altebay liegt viele Autostunden vom nächsten Dorf entfernt. Strom gibt es hier genauso wenig wie frisches Wasser, Telefon oder gar ein Kaufmannsladen. Auf dem 50. Breitengrad in Europa unvorstellbar. Wir haben also alles dabei, was man zum Leben und Arbeiten braucht. 500 Kilo Reisegepäck müssen verstaut werden, bevor es mit dem Auto weitergeht. Eva Klebelsberg plant in dieser Abgeschiedenheit eines der größten Wildschutzgebiete Kasachstans zur Rettung der biologischen Vielfalt in Zentralasien. Zu den bereits bestehenden 1,3 Millionen Hektar geschützter Steppe sollen noch einmal 5 Millionen Hektar hinzukommen. Das ist etwa doppelt so groß wie die Serengeti und entspräche in Europa einer Fläche beinahe so groß wie Österreich. In einem solchen Gebiet Saigas zu finden, gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Steppen Kasachstans am 50. Breitengrad sind heute fast menschenleer. Das war nicht immer so. Stalin schickte in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Hunderttausende Menschen hierher in die Verbannung. Mit Zwangskollektivierungen sollten in den Steppen riesige Agrarkolchosen entstehen. Doch in dieser Wildnis waren sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Immer wieder Ruinen und verlassene Häuser, stumme Zeugen einer grausamen Politik. Bis zu 40 Grad minus bestimmen hier im Winter über Leben und Tod. Der Sommer wird dagegen glühend heiß. Nur wer an einen solchen Lebensraum optimal angepasst ist, kann hier langfristig überleben. Kein Baum, kein Strauch weit und breit. Tagelang sind wir von früh bis spät in dieser Ödnis unterwegs, auf der Suche nach den einstmals großen Herden der Saiga-Antilopen. Plötzlich macht Askabai eine Vollbremsung, endlich. Am Horizont zieht ein Saiga-Weibchen allein durch die Steppe.
gerade das, was wir erwartet haben. Von riesigen Herden keine Spur. Beschließen, von oben zu suchen. Vielleicht bekommen wir mit unserer Antonov mehr zu sehen. Ausgerüstet mit einem Satellitenempfänger machen wir uns auf den Weg. Das Flugbenzin in den Tragflächen reicht für gut 1000 Kilometer. Reservetanks und Kanister sind in der Kabine untergebracht. Nur die sind leer. Aber unsere Piloten sind optimistisch. Das beruhigt. Sicherheitsgurt in einer Antonov, Fehlanzeige. Damit Eva bei offener Tür zumindest halbwegs bequem sitzt, muss eine unserer Filmkisten hier halten. Flugzeug, Crew und Naturschützer sind ein eingespieltes Team. 2009 wurden erstmalig 20 Saigas mit Halsbandsendern versehen, um die Wanderwege der seltenen Antilopen genau zu erforschen. In einem exakt festgelegten Raster wird die Steppe überflogen, während Eva Klebelsberg und ihre Kollegen die Saigas zu orten versuchen. Endlich, wir haben Glück, Saigas in Sichtweite. Sofort wird von Eva ihre Position mit dem GPS festgehalten, um später mit dem Auto hier nach ihnen zu suchen. Boah, aus der Luft hat man geschaut. Wirklich, die Herden zu orten, weil die sehr, sehr weit verstreut sind über riesiges Gebiet. Nur Flamingos waren für uns eine Überraschung in der Steppe. Wir hatten hier vor allem kein Wasser erwartet. Die nordwestlichen Steppen Kasachstans sind gerade im Frühjahr nach der Schneeschmelze wie ein Mosaik durchzogen von flachen Süß- und Salzwasserseen. Magische Anziehungspunkte für Tausende von Zugvögeln. Kleine Krebse, Mückenlarven und winzige Schnecken kommen in den seichten Gewässern millionenfach vor. Die Flamingos durchwaten bei der Nahrungssuche langsam die Wasserflächen, wirbeln sie mit den Füßen auf und durchseien den Schlamm nach Beute. Dabei pumpen sie beim Einsaugen des Wassers winzige Tiere in ihren Schnabel, wo sie durch feine Lamellen im Schnabelinneren herausgefiltert werden. Die Flamingo-Population Zentralasiens zieht im Winter südlich bis nach Indien oder westlich bis ans Kaspische Meer. Jetzt im Frühjahr sind sie auf dem Rückzug in ihre Brutgebiete. Große Steppenschutzprojekte wie das in Altin Dala sichern ihnen dabei langfristig das Überleben. Wir dagegen haben inzwischen mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen. Wir sind in einem Dorf zum Tanken und der Mann mit dem Schlüssel bzw. mit dem Sprit ist leider krank und im Krankenhaus. Und jetzt müssen alle versuchen, irgendwo für unser Flugzeug Sprit herzubekommen. Kasachstan ist eines der größten ölproduzierenden Länder der Welt. Aber wenn es um Flugbenzin geht, wird die Lage kritisch. Der spezielle Treibstoff wird meist aus Russland und China importiert, ist teuer, oft verunreinigt, manchmal sogar lebensgefährlich mit Wasser verlängert. Irgendwie wird schon alles klappen, da sind wir uns sicher. Wer hier lebt und arbeitet, ist durch und durch optimistisch eingestellt. Im Zweifel ist alles nur eine Frage der Zeit. Zu unserer Antonov-Crew haben wir inzwischen vollstes Vertrauen. Chefpilot Sascha überprüft beim Tanken jeden Arbeitsschritt, aber vor Überraschung ist auch ein alter Flughase wie er nie sicher.
Es gibt mal wieder Probleme mit dem Benzin. Also, wer in Zentralasien reist, braucht wahnsinnig viel Zeit. Ja? Wir haben normalerweise, um die Antonov voll zu tanken, eine Stunde veranschlagt. Jetzt sitzen wir geschlagene 7 Stunden hier fest. Nicht nur, dass der Sprit nicht rankam, sondern wir haben Hauptprobleme gehabt mit dem Sprit. Kamen Glassplitter und Fischgräten. Und die haben wiederum die Benzinpumpe in den Eimer bekommen. Also das ist der totale Wahnsinn. Ja? Aber der Techniker hat es hinbekommen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Also man muss sich bloß vorstellen, man geht zu Hause tanken und hat das in seiner Benzinfüllung. Man will sich das am besten gar nicht vorstellen. Solange wir noch auf sicherem Boden sind, sind die Probleme überschaubar. Jetzt geht schon wieder nichts, oder? Okay. Dafür läuft das Auto jetzt nicht. Also irgendwas funktioniert hier nie. Wassertropfen unter Motor. Jetzt macht auch noch unser Tankwagen schlapp. Unser Pilot, der sagt natürlich, das ist in Japan gebaut. In Russland wäre sowas überhaupt nicht möglich. In Kasachstan schon gar nicht. Aber wir haben da so Kasachstan. Okay, a Japan не пойдет. Ja. Japan. Also jetzt haben wir zwar Sprit im Tank, aber wir kriegen das aus dem Tank nicht raus in die Kiste rein. Wie gesagt, alles eine Frage der Zeit. Irgendwann geht es weiter, da sind wir uns ganz sicher. Die Gegensätze auf dem 50. Breitengrad werden vor allem durch das Klima bestimmt. Fallen in Deutschland im Mittel gut 750 mm Niederschlag pro Quadratmeter im Jahr, sind es hier in den Steppen Zentralasiens nur gut 200. Die Vegetation ist strauch- und baumlos, aber trotzdem voller Leben. Denn die extrem fruchtbare Schwarzerde gleicht Wassermangel und hohe Temperaturunterschiede aus. Eva hat mit ihren Kollegen schon 80 verschiedene Pflanzen auf einem Quadratmeter Steppe gefunden. Für Biologen ein Land unendlich vieler Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Und wer ein besonderes Naturschauspiel in der Steppe erleben möchte, muss bei Sonnenaufgang unterwegs sein. Die Balz der Zwergtrappen hat begonnen. Die gut 1 Kilogramm schweren und etwa 45 Zentimeter großen Vögel sind ausgesprochen scheu. Nur während der Balz, wenn die Hähne ihre schnarrenden Rufe ertönen lassen, sind sie mit viel Glück zu beobachten. Es ist besonders schön, hier früh morgens draußen zu sein, weil die Steppe einfach lebt. Die ganzen Tiere sind unterwegs, die Kleinsäuge, Ziesel, die Vögel singen. Momentan sind wir auf der Suche nach Zwergtrappen, die balzen zurzeit. Und das kann man einfach am besten morgens beobachten. Und auch die Hitze ist einfach morgens noch nicht so stark, dass man es gut aushalten kann. Zwergtrappen haben früher auch bei uns auf dem 50. Breitengrad in Mitteleuropa gelebt. Doch Grasländer hat man bei uns fast überall zu Äckern umgepflügt. Ахарики, поехали еще в то место, где тоже есть цветы, хорошо? Поедем. Поехали. Auch hier in der Steppe gab es immer wieder Versuche, die fragile Natur in landwirtschaftliche Nutzflächen umzuwandeln. Genaue Zählungen der Zwergtrappen sind daher eine wichtige Grundlage für das Altin-Dala-Projekt. Mit dem neuen Schutzgebiet will man auch den Bestand der seltenen Vögel langfristig sichern. Noch um 1990 zogen gut 1 Million Saiga-Antilopen auf ihren Wanderrouten durch die zentralasiatische Steppe. Doch seit 20 Jahren sinken ihre Bestände drastisch. Die Erschließung von immer neuen Gas- und Ölfeldern mindert ihren Lebensraum. Dazu kommt, dass Saigas in der traditionellen chinesischen Heilmedizin begehrt sind und deshalb mit Gold aufgewogen werden. Die Wilderei, die zugleich einer billigen Fleischversorgung dient, brachte die Saiga-Antilopen in vielen Teilen Asiens an den Rand des Aussterbens. Bis heute konnten in Russland und der Mongolei nur mehr kleine Restpopulationen der Saigas überleben.
Der größte Bestand zieht aber immer noch durch die Steppen Zentralasiens. In den Wintermonaten wandern die Tiere in nahrungsreiche Gebiete weiter südlich, bis Usbekistan und Turkmenistan. Zum Ende des Winters zieht es sie dann wieder tausende Kilometer zurück nach Kasachstan, um sich im Frühjahr in der Altindala-Steppe zum gemeinsamen Kalben zu versammeln. Die enormen Wanderungen der Saiga-Antilopen gehören zu den größten Naturwundern auf unserer Erde. Doch längst weiß man, wie fragil selbst große Tierpopulationen sind. Das Schutzprogramm in der Altindala-Region begann 2005. Damals lebten hier nur noch knapp 4000 Tiere. Heute sind es wieder 40.000. Die kasachischen Naturschützer werden vor allem durch die Frankfurter Zoologische Gesellschaft und mit deutscher Entwicklungshilfe finanziell unterstützt. Aber alle wissen genau, noch sind die Saigas nicht vor dem Aussterben gerettet. Kasachische Idylle im Ranger-Camp. Unsere Antonov-Crew hat Pause und Chefpilot Sascha möchte dabei auf keinen Fall gestört werden. Anatoli soll endlich aufhören, ständig am Flugzeug zu basteln. Zeit für Körperpflege. Auf unserer Expedition richtet sich jeder so gut ein, wie er kann. Unsere Kamerafrau im Steppenbadezimmer. Das Campleben ist einfach, aber genial gelöst, wie man hier sieht. Das ist unser Badezimmer. Das hier ist der Wasserhahn. Das finde ich klasse. Am Anfang schluckt man ein bisschen, vor allen Dingen viel Staub und wünscht sich schon sehnlich nach 3-4 Tagen eine schöne Dusche. Und dann hat man das hier und sieht, das Wasser ist braun, weil der Staub ist nicht nur auf der Straße, sondern auch im Wasser. Aber es funktioniert. Fürs leibliche Wohl sorgt unsere Campmama Kalia. Beim Essen improvisiert Kalia nach allen Regeln der Küchenkunst. Der steinalte Herd dient gleichzeitig als Ofen. Selten haben wir uns so wohl gefühlt. Kein Hotel könnte schöner sein. Es schmeckt wie im besten Restaurant. Ob Straße, Wiese oder Sandpiste, unsere Antonov kann praktisch überall landen und starten. Nur bei Regen mit lehmverschmierten Reifen ist kein Abheben möglich. Eigentlich sollte es bis zum nächsten Ziel mit dem Flugzeug weitergehen. Aber das Wetter macht einen Strich durch die Reiseplanung. Auch die nächsten Tage soll es regnen. Und das Team hat, auf der Suche nach den Saigas, mehr Zeit gebraucht als geplant. Jetzt heißt es, schnell 350 Kilogramm Filmgepäck möglichst klein zu verstauen. Die Expedition geht mit dem Auto weiter. Alles gut verpackt, dann können wir starten. Samajot. 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 In Altebay geht das Leben wie gewohnt weiter. Jalia legt schon jetzt Vorräte für den nächsten Winter an, getrockneter Karpfen. Wir verabschieden uns schweren Herzens und machen uns auf den Weg. Über Funk erreicht uns noch eine Nachricht. Die Piste stehe teilweise unter Wasser, aber mit einem guten Führer müsste es klappen. Unser Expeditionsfahrzeug führt der Thomas vorne. Uns begleitet der Nationalparkdirektor. Der lässt sich das nicht nehmen, uns sicher an die nächste Tierstraße zu führen, in 400 Kilometer Entfernung. Unser nächstes Etappenziel liegt fast 2000 Kilometer weg. Und weiter geht es quer durch Kasachstan. Wir passieren die Hauptstadt Astana, fahren weiter nach Südosten bis Almaty, um dann nach 200 Kilometer nordöstlicher Richtung den Fluss Ile zu erreichen. Der mächtige Strom entspringt im chinesischen Tian Shan-Gebirge. Wenn dort im Frühjahr die Schneeschmelze einsetzt, führt der Ile ungeheure Wassermassen durch die Wüste. In der Zeit des Hochwassers modelliert der Ile jedes Jahr seinen Flusslauf neu. An seinen Uferkanten finden sich ideale Brutplätze für höhlenbewohnende Vögel.
Blauracken sind erst vor wenigen Tagen aus ihren afrikanischen Winterquartieren eingetroffen und haben in kurzer Zeit einen neuen Partner für die nächste Brutsaison gefunden. Die bunten Exoten mögen heiße Temperaturen und lieben Insekten. Aber im Gegensatz zu den Blauracken sind Bienenfresser Koloniebrüter. Zu Tausenden graben sie ihre 2 Meter langen Brutröhren in die Uferböschungen des Ile. Auch in Deutschland kann man Bienenfresser inzwischen am 50. Breitengrad beobachten. Sie kommen aus Südeuropa und breiten sich langsam nach Norden aus. Wahrscheinlich eine Folge der Klimaveränderung. Karge Berge, Wüste, staubige Pisten. Auf den ersten Blick unwirtlich. Unser Reiseziel am Ide-Fluss ist der Altin-Emmel-Nationalpark. Die archaische Landschaft ist Rückzugsgebiet für eine ganz besondere Tierwelt. Seltene Kulane kreuzen unseren Weg. Die asiatischen Wildesel sind extrem scheu. Der kleine Gerbil, oder auch mongolische Rennmaus genannt, ist in Altin-Emel fast überall anzutreffen. Gerbile bauen ihre unterirdischen Wohnungen in großen Kolonien. Und oben geht es natürlich nicht ohne Wachtposten. Ihre Augen sind so angelegt, dass sie fast 360 Grad überblicken. Und mit ihrem ausgezeichneten Gehörsinn können sie selbst kleinste Geräusche wahrnehmen. Rennmäuse sind Tag und Nacht aktiv. Sie ernähren sich vor allem von Samen und Kräutern. Trinken tun sie fast nie. Kleinste Wasserteilchen in ihrer Nahrung reichen ihnen in der Wüste zum Überleben. Auf der höchsten Düne Kasachstans haben wir uns mit einer Münchnerin verabredet. Die Tierärztin Julia von Malzahn hat ganz besondere Tiere im Visier. Pferde. Der schwarze Hengst ist ein gewöhnliches Hauspferd. Der braune mit der Stehmähne gehört zur einzigen Wildpferdart, die es heute noch gibt. Im Kampf ums Überleben zogen die wilden Verwandten unserer Haustiere meist den kürzeren. Aber obwohl der Schwarze etwas größer ist, setzt sich der wilde Hengst schließlich durch. Es war der Mensch, der die wilden Pferde immer weiter in die Wüste vertrieb, bis sie schließlich keine Chance mehr hatten zu überleben. Der wilde Hengst, der hier seine Herde und seine Position als Leithengst erfolgreich verteidigt, ist ein Przewalski-Urwildpferd und stammt aus dem Zoo. Denn nur dort konnten die Wildpferde überleben. Erst vor wenigen Jahren wurden die ersten Przewalski-Pferde in Kasachstan wieder ausgewildert. Zootiere wieder in ihrer angestammten Heimat leben, ist der Verdienst der beiden Münchner Tierärzte Julia von Malzahn und Henning Wiesner. Die beiden haben uns eine ganz besondere Überraschung versprochen. Ja, oder? Ja, klar. Przewalski-Pferde sind die Urahnen unserer Hauspferde. Ihre Heimat waren die Steppen von China, der Mongolei und Kasachstans. In freier Natur starben die letzten erst vor 40 Jahren aus. Jetzt haben Zootiere hier eine neue Chance bekommen. Ja, hallo. Pia. Ja, wer kommt denn da? Ja. Für die beiden Münchner Tierärzte ist jeder Besuch in Altin-Emel wie ein Treffen mit alten Freunden. Von Scheu keine Spur. Pferde haben ein gutes Gedächtnis. Komm her. Oh, das steht hier im Fressen. Oh, oh, oh.
Ja, der kommt. Für das Wiederansiedlungsprojekt waren hier die Voraussetzungen besonders günstig. Hohe Bergketten und der Fluss Ile bilden natürliche Grenzen um den Nationalpark und verhindern ein Abwandern der Pferde. Natürlich gab es auch immer wieder Rückschläge. Die ausgewilderten Pferde wurden durch Krankheiten bedroht. Einige Pferde sind einfach verschwunden. Trotzdem sind die beiden Tierärzte optimistisch. Die Chefin muss zeigen, wer sie ist, ja. Schauen wir mal die Fohlen anschauen. Die sind auch bei uns, wenn sie in dem Alter sind, mehr auf Distanz. Ich denke, dass wir da noch sicher eine Generation brauchen, bis die Verwilderung einsetzt. Natürlich ganz drauf an, aber mir ist es lieber so, dass man hier mit einer kontrollierten Verwilderung arbeitet, dass man Hals über Kopf jetzt versucht, die Tiere rauszuwerfen, rauszuschmeißen und sie dann direkt dann in die freie Wildbahn. Jetzt schon was für ein Licht auf dem Hengst ist. Das ja. Hengst Balu und seine Stuten haben inzwischen sogar für Nachwuchs gesorgt. Przewalski-Pferde für Kasachstan. Das Wiederansiedlungsprojekt scheint eine Erfolgsstory zu werden. Wir müssen uns von Kasachstan verabschieden. Ein letztes Mal verzaubert uns ein Sonnenuntergang in Altin Emmel. Altin Emmel war ein Traum jetzt. Mhm. Ja, Kasachstan lassen wir hinter uns. Wie sieht die Fahrstrecke jetzt aus? Also, wir sind hier ganz oben im Westen an der chinesischen Grenze und müssen ca. 2000 Kilometer quer durch die Mongolei runter in den Süden, in die südliche Gobi. Hier oben wird es natürlich nochmal spannend, wenn wir durchs Altaigebirge kommen. An der mongolisch-chinesischen Grenze, da wird es garantiert noch mal kalt. Also die schönen warmen Temperaturen, die wir in Kasachstan gehabt haben, werden da garantiert vorbei sein. Von Altin Emmel geht es in nordöstlicher Richtung bis an die chinesisch-russische Grenze. Wir überqueren das Altaigebirge am 50. Breitengrad und fahren dann 2000 Kilometer quer durch die Mongolei bis in die Wüste Gobi. Gleich hinter der mongolischen Grenze säumen buddhistische Gebetsfahnen den Weg. Die Farbe Rot steht für das Element Feuer, Grün für Wasser, Gelb für Erde, Weiß für die Wolken und Blau für den unendlichen Himmel. Die Fahnen symbolisieren hier Glück und der Wind soll es in die Welt hinaustragen. Was für den Mitteleuropäer sein Auto, ist für den Mongolen sein Pferd. Ohne geht es einfach nicht. Auf dem Rücken von Pferden hat bereits Genghis Khan mit seinen Heerscharen den 50. Breitengrad westwärts erobert. Aber als treue Begleiter dienen sie den Nomaden in den zentralasiatischen Steppen wohl schon seit 4000 Jahren. In der Mongolei schätzt man den Pferdebestand auf mindestens 3 Millionen Tiere. Aber so genau weiß das wohl niemand. Das Land ist einfach zu riesig. Die Mongolei ist im Vergleich 4-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur gut 2,5 Millionen Einwohner. Deutlich weniger als die Stadt Berlin. Mongolische Pferde gelten als extrem robust und sind das ganze Jahr freilaufend unterwegs. Trockenes Kontinentalklima mit heißen Sommern und extrem kalten Wintern machen den Rössern nichts aus. Ihre kleine Körpergröße bietet wenig Angriffsfläche für eisige Winde. Sie sind in jedem Gelände trittsicher und äußerst genügsam. Die ersten freien Wasserstellen im Frühjahr locken auch Wildtiere an. Maralhirsche, enge Verwandte unserer europäischen Rothirsche, können hier nur auf große Entfernung beobachtet werden. Solche Rudel sind extrem selten geworden. Maralhirsche werden in Zentralasien überall bejagt. Vorsicht ist daher für sie die beste Lebensversicherung. Auf unserem 50. Breitengrad bis hierher haben wir jetzt, was seit der Tacho stand, 6.227 Kilometer zurückgelegt.
Und die schwarzen Berge, die hier vor uns liegen, die müssen wir noch überqueren. Und dann erreichen wir hoffentlich die Gobi in der Zentralmongolei. Unsere letzte Station auf unserer Expedition. Das kann sich bei uns keiner vorstellen, dass du von Paris nach Berlin fährst auf Feldweg. Ja? Und zwar mit Schlaglöchern, nicht mit Feldweg. Pyramidenförmig aufgetürmte Ovos waren während der kommunistischen Zeit verboten. Heute markieren sie in der Mongolei wieder viele Straßen und Wegkreuzungen. Es sind Opferstellen für die lokalen Götter und sollen dem Reisenden Glück bringen. Auch Reste von Wildtieren liegen hier zuhauf. Ja, Wahnsinn. Ja, schau, hier sind die ganzen Hörner dazu. Ein Riesenteil, hä? Das passt, ja. Die ist sicher kein Junge mehr gewesen. Nee, du kannst das abzählen, ja? Das sind diese Ringe hier. Genau, ja. Sind wie Jahresringe, ja? Ja, ja. Das ist so, als wenn du einen Baum abzählen kannst von denen. Das sind ziemlich alte. Aber was natürlich... Über zehn Jahre. Was natürlich heftig ist, dass hier diese ganzen toten Tiere hier rumliegen. Und draußen in der Landschaft findest du sie nicht mehr. Ja, schau mal, hier liegt ein fast, fast ausgestorben. Das sind eine Menge, ja? Ich möchte gar nichts kaputt machen hier, oder? Ja. Schau, hier noch was Seltenes. Ja. Was ist das? Eine kleine Antilope? Gazelle. Kopfgazelle, ja. Kommen hier auch vor, ja. Aber extrem selten. Aber die Buddhisten machen das eben halt als Glücksbringer, ja. Die kommen hier vorbei, halten an, jeder dreht hier seine drei Runden. Und legt ein Opfer ab. Milchkannen, Autoersatzteile, Tassen oder Tierschädel, allein die Geste zählt. Also ich denke, was für die Buddhisten gut ist, machen wir genauso. Schau, was sie nämlich auch machen, die packen Geld rein. Unser letztes Geld. Nee, nicht unser letztes Geld. Ein Geschenk zur Besänftigung an die örtlichen Götter kann nicht schaden. Unsere Piste wird mit jedem Kilometer schlechter. Wir haben den klimatisch extremsten Teil der Gobi erreicht. Gerade mal 100 mm Niederschlag fallen hier im Jahresdurchschnitt pro Quadratmeter. Leuchtend weiß und weithin sichtbar, eine Stupa in der Wüste dient als Wegweiser. Der Erbauer eines solchen Heiligtums wird im buddhistischen Glauben mit Glück belohnt und kann mit Vorteilen bei einer Wiedergeburt rechnen. Achtung jetzt. Mit Beginn der Schneeschmelze dringt Quellwasser am Dünenrand der Gobi an die Erdoberfläche. Ja, du kannst hier noch fahren. Alles klar. Während im April in Deutschland die Temperaturen manchmal schon sommerliche Ausschläge haben, kann man hier noch über zugefrorene Flüsse fahren. Solange das Eis hält, versinken wir nicht im glitschigen Morast. Ein aufgeweichter Boden, ganz grausam zu fahren. Muss man so Obacht geben hier. Der Blick vom Dünenkamm ist überwältigend. Die gesamte Gobi ist 1 Million Quadratkilometer groß und erstreckt sich von West nach Ost über 2000 Kilometer. Ihr größter Teil besteht aus kurzwüchsigen Steppen und Steinwüsten. An einigen Stellen türmen sich 300 Meter hohe Sanddünen auf. Ausläufer feuchter Luftmassen vom indischen Subkontinent erreichen nur ganz selten die Gobi. Und mancher Regenschauer verdunstet, bevor die Tropfen die Erde erreichen. Nirgends in Zentralasien ist es trockener als hier. Kontinentales Klima verwandelt die Sommermonate in eine Gluthölle. Im Winter dagegen können die Temperaturen minus 60 Grad erreichen. Und trotzdem gibt es Tiere und Menschen, die sich in der Gobi ganz besonders wohlfühlen. Auf diese Bilder haben wir uns seit Wochen gefreut. Lautlos tauchen sie plötzlich auf, wie aus dem Nichts. Wüstenschiffe. Seit 5000 Jahren durchqueren Trampeltiere im Dienste des Menschen die Meere aus Sand und Stein. Als Last- und Reittiere. Ihre breiten Fußsohlen verhindern ein Einsinken in den Wüstensand. Trampeltiere kommen mit wenig Wasser aus und ihr dichtes Fell wärmt sie im Winter gegen die beißende Kälte. Mit dieser Frau
haben wir uns vor Monaten in Kongorin-Els, der singenden Sanddüne, verabredet. Sie kennt sich hier aus, ist immer auf der Suche nach den letzten Geheimnissen der Wüste. Sambaino! Sambaino! Sie ist in der Gobi bei allen Nomaden bekannt und liebt Wüste und Trampeltiere über alles. Aber sie kennt sich überall auf der Welt aus. Sie ist eine Kosmopolitin, arbeitet als Fotografin und leitet Extremtouren. Sarah Fischer wurde adoptiert, wuchs in München auf und hat hier in der Gobi ihr zweites Zuhause gefunden. Ich habe ja auch noch mal den Vorteil, dass ich so aussehe wie die Mongolen und da werde ich überall aufgenommen. Deswegen kenne ich hier mittlerweile so viele mongolische Familien, wo ich einfach immer unterwegs bin und bei denen übernachte, mich dort super wohl fühle und total akzeptiert bin. Ich fotografiere seit 9 Jahren hier in der Mongolei, weil die Mongolei einfach wahnsinnig tolle Motive hat. Unglaublich viele Tiere, wenn man Glück hat. Blauer Himmel, Sonne, besten Lichtverhältnisse einfach. Mit Sarah hätten wir am liebsten noch Monate in der Gobi verbracht. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte uns Warnschek, unser Kamelführer, unbedingt noch ein kleines Geschenk überreichen. Ah, Schnupftabak. Also nicht nur weit verbreitet in Bayern, sondern bis hinaus in der Gobi. Mag man das gern? Nicht scharf, aber gar nicht schlecht. Was lieber? Ja, du magst es nicht, oder? Ja, dich ist das ein bisschen viel. Unsere Expedition hat uns von den letzten Saiga-Antilopen in West-Kasachstan bis in die Gobi geführt. 6000 Kilometer quer durch Zentralasien. Wir haben dabei Menschen kennengelernt, die sich für die bedrohte Tierwelt einsetzen und Landschaften, die uns in ihren Bann zogen. Für uns geht die Reise hier zu Ende, aber die Expedition am 50. Breitengrad geht weiter. Die russische Halbinsel Kamtschatka ist das nächste Ziel. Unsere Expedition auf dem Breitengrad der Extreme geht morgen weiter. Doch gleich landen wir in der Hölle. Die Nacht des Jägers. Eine der besten Horror-Thriller der Filmgeschichte. Mit Robert Mitchum in der Hauptrolle.